Und wir sind wieder live. Herzlich willkommen, meine Freunde. Noch einmal strecken und dann könnt ihr hier die finanzielle Freiheit sehen. Ja, damit habe ich mich übrigens gestern beschäftigt. Wir fangen am besten mal mit einem kleinen Teaser an. Ich hatte gestern ein tolles Interview gehabt, das darf ich euch nicht verhehlen. Und zwar hier mit dem hier, den kennt ihr wahrscheinlich, mit dem Aaron Homo Oeconomicus. Geht über 1 Stunde und 20 Minuten, fast Spielfilmlänge. Es geht nicht prinzipiell um Aktien, sondern einfach um seinen Werdegang, ums Unternehmertum, um finanzielle Freiheit, was es für ihn für eine Rolle spielt und so weiter. Und das gehört zum großen Masterplan, um euch bei Laune zu halten während des Lockdowns. Ich sehe hier schon eure ganzen Kommentare. Prima. Freue mich über jeden einzelnen von euch, der da ist. Ja, damit ihr zu Hause nicht durchdreht oder rauslauft und euch den Querdenkern anschließt und euch dabei noch ansteckt und noch irgendwann ernsthaft krank werdet, machen wir hier eben das unterhaltsame Education oder Entertainment, so heißt das Ganze ja. Ja, wir gucken uns heute Hengan International an und Danone. Das heißt, wir weichen ein bisschen ab vom Plan. Ansonsten immer ja ein Aktienduell dabei, wo ich euch abstimmen lasse auf der Aktienfinder-Community, so viele nette Leute hier. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich kann euch gar nicht alle einblenden, die ihr hier was zu sagen habt. Ganz toll. Ja, ich hatte ja am Donnerstag den letzten Livestream gehabt und es ist ja nicht allzu lange her. Da habe ich mir noch ganz kurz überlegt, ob ich euch hängen lassen soll am Sonntagabend. Aber ich habe mich natürlich für euch entschieden und auf das Aktienduell verzichten wir. Können wir auch, weil in der Aktienfinder-Community, da sind zwei Aktien herausgestochen, für die ihr euch besonders interessiert, und zwar Danone und Hengan International aus China. Das sind zwei Aktien, die sehr günstig erscheinen momentan mit einer hohen Dividendenrendite und wo auch die Gewinnentwicklung wirklich ordentlich aussieht. Insofern gucken wir uns einfach die an. Vorher aber noch ein kleines Highlight, das mir vor wenigen Tagen über den Weg gelaufen ist und das ich euch nicht vorenthalten möchte. Dann gehen wir nochmal hier auf den Screen. Ihr wisst ja wahrscheinlich als Aktienfinder-Experten, dass wir hier kostenlose Aktienanalysen machen. Und da haben wir unter anderem ja auch mal eine Aktienanalyse zu AppWie gemacht. Die suche ich gerade, weil die müsste eigentlich hier bei AB sein. Da haben wir wahrscheinlich mal ein bisschen verschlafen mit den Techen. Mache ich später noch. Irgendwo gibt es eine Aktienanalyse zu AppWie, ist noch nicht allzu lange her. Ich hoffe, es wird keinem schwindlig, wenn ich jetzt hier so schnell durchscrolle. Ach, dann habe ich das nur auf YouTube gemacht, ganz offensichtlich. In Ordnung. Naja, okay. Glaubt mir einfach, ich habe eine Aktienanalyse gemacht zu AppWie, habe mir da ganz schön viel Zeit reingesteckt, kam auch ganz gut an und dann habe ich später gelernt, ich lerne ja auch immer noch was dazu, genau wie ihr wahrscheinlich auch, dass man es auch viel einfacher hätte machen können. Und da würde ich einfach mal sagen, hier habe ich das Ganze gelernt und zwar von der Aktiengräfin auf YouTube. Moment, ich zeige euch das hier noch so ein bisschen. Und da gibt es jetzt gleich ihren Ton. Geht 1 Minute 40 Sekunden, also nicht allzu lange. Und hört es euch mal an. Ich hoffe, der Ton kommt. Ich habe es extra so eingestellt. Passt auf. So, liebe Zuschauer, AppWie Aktie, ich würde nennen als Kapitalvernichter. Wenn eine Aktie nichts macht durch das ganze Jahr, wozu soll man die kaufen? Sie macht schon seit Jahren nichts. Ihr seht, seit 3 Jahren war sie schon sogar höher als jetzt. Und die Aktie, ja, das ist eine Biotech-Aktie, weil sie nur Biotech ist, dann bedeutet das doch nicht, dass sie gerade gut ist. Ja, und die Aktie wird so empfohlen, sogar von den großen YouTubern, wie zum Beispiel Aktienfinder. Ja, schauen wir uns das an. Ja, was da reinkommt, wie viele Abonnenten hat er auf dem Kanal? Bestimmt viele. Ja, 28.000. Ja, das ist nicht allzu viel. Es gibt größeren. Ja, auf YouTube. Aber Leute, ihr müsst immer aufpassen, immer Augen aufmachen und einfach kalkulieren, gucken. Was hat die Aktie letztes Jahr gemacht? Hat sie was gemacht oder hat sie nicht? Und nicht das Geld einfach so stecken, weil jemand etwas empfiehlt.
Schönen Gruß, Aktiengräfin aus Trondheim. Ja, würde ich sagen, wieder was gelernt. Sie hat recht. Biotech-Aktie ist eine Biotech-Aktie, weil wo Biotech draufsteht, ist Biotech drin sozusagen. Und ich bin kein großer Finanz-YouTuber. Möglicherweise hat sie auch schon Volontariat gemacht bei der FAZ, wird sich jedenfalls anbieten. Und ja, einfach gucken, was die Aktie letztes Jahr so gemacht hat. Und dann weiß man im Prinzip schon, ob man sie kaufen soll oder nicht. Hätte ich mir die Analyse halt sparen können. Naja, aber egal. Wir haben ja jetzt noch zwei weitere Aktien, Hengal International und Danone, wie bereits angekündigt. Und mit diesem Zusatzwissen ausgestattet von der Aktiengräfin würde ich einfach mal sagen, wir nehmen uns dem mal an und starten den Aktienfinder. So, ich denke, jetzt hat sie ja noch ein paar Abonnenten mehr wahrscheinlich. Also den Namen habe ich jetzt ein paar Mal erwähnt. Ganz gut für die Lockdown-Unterhaltung. So, uiuiui, was gibt's denn hier noch? Ja, also nicht beleidigend werden, bitte. Sie bemüht sich auch und sie ist übrigens keine Deutsche. Das heißt, sie spricht sicherlich besser als ich die skandinavische Sprache, die ihre Heimatsprache sein wird. So, genau. Ah, der Sparfuchs ist auch wieder da. Fangen wir mal an mit Hengan International. Ja, wie kommt ihr denn auf so eine Aktie eigentlich? Und ich kann es ja schon vermuten, wie. Und zwar Hengan International sind hier drin. Ich habe mal ein ganz kleines Excel-Sheet gemacht, wie so die normalen Leute denken. Ich ja meistens oder ab und zu auch, zähle mich auch zu den normalen Leuten. Und das hier sind alles Aktien, die sind im Aktienfinder. Das ist eine kleine Auswertung aus dem Aktienfinder. Pflegeprodukte hier, Hengan International, was machen die? In erster Linie Pflegeprodukte, alles, was man so braucht. Windeln für die Kleinen, Windeln für die Großen, was machen sie noch? Damenbinden, Toilettenpapier. Ist jetzt in China nicht so im Trend wie momentan wieder hier. Küchenrollen, Papierhandtücher, boah, und ein bisschen Haushaltsreiniger noch. Also Haushaltsprodukte haben sie auch ein bisschen, aber nicht allzu viel. Das meiste ist im Bereich Pflege. Und das sind quasi andere Unternehmen, die auch im Segment Pflege unterwegs sind. Ich mache es noch größer, damit ihr keine Brille braucht oder Lupe. Und Hengan International hat 5% Dividende im Angebot. Und dann habe ich hier mal noch so ein paar Klassiker rausgeholt auf die letzten 4 Monate. KGV, KCV, wie KGV, nur eben auf den operativen Cashflow. Und dann seht ihr hier, dass die Zahlen relativ klein sind im Vergleich zu anderen. Das heißt, die Aktie sieht günstig aus und sie glänzt mit einer hohen Dividendenrendite. Werden wir natürlich alles überprüfen. Ja, und so kommt ihr dann natürlich darauf, dass ihr wissen wollt, ob die Aktie eine Empfehlung ist. Ihr wisst, ich mache keine Empfehlungen, aber einige Leute kriegen es ja immer doch in den falschen Hals. So, und dann würde ich mal sagen, gucken wir mal die Pflege an. Pflege. So. Ah. Wo ist es denn? Das ist hier, Haushalts- und Pflegeprodukte. Und da haben wir dann die entsprechenden Aktien. Und dann können wir ein Ranking auswählen für Dividendenertrag. Denn wer Hengan International gut findet, findet hohe Dividenden gut, ist dann Ranking Dividendenertrag mit hoher Dividende. So, und dann wäre die Aktie hier, wir sortieren mal absteigend und dann seht ihr, was ganz oben sein wird, nämlich Hengan International. Aha, hier haben wir also jemanden, 3000%. Ja, Jürgen, dann solltest du vielleicht die Livestreams machen anstatt mir, weil ich habe noch keine Aktie, die 3000% gemacht. Da müsste ich dann meine Teslas wahrscheinlich noch ein bisschen halten bis dahin. Ja, Glückwunsch, klasse. Wir werden dann auch gleich sehen, dass Hengan, wenn wir hier mal uns das Ganze angucken, dass die auch ganz gut gelaufen sind. Aber ich muss natürlich erst die Aktie auswählen. Die sind ganz gut gelaufen, allerdings nur am Anfang. Hier haben wir die Aktie und da seht ihr mal, naja, bis heute, also wenn der Jürgen sagt, 3000. Jürgen, hast du die Aktie heute immer noch? Kannst du dann mal sagen.
Aber hier, die Rendite wäre hier 1500%. Wir überprüfen mal, ob die 3000%, die der Jürgen sagt, überhaupt sein können. So. Hier ist Rendite 2200%. Naja, okay. Also, ihr seht, hier ging sie ziemlich gut ab, die Aktie von 2,4 bis so irgendwann den Höhepunkt erreicht in 2015. Und danach ist die Aktie immer günstiger geworden, also von hier quasi nach hier. Hat dann ungefähr ein Drittel des Wertes verloren. Ja, Jürgen hat sie in der Zwischenzeit verkauft und Geld kassiert. So. Also ihr seht, sie hat ein Drittel verloren. Und was irgendwie etwas widersprüchlich scheint, das ist, wenn ihr anschaut, wie so die Gewinnentwicklung ist von der Aktie, da seht ihr, dass die Gewinne im Prinzip die ganze Zeit weiter steigen, sowohl der bereinigte als auch der bilanzierte Gewinn und die Dividenden, die steigen auch weiter und trotzdem fällt die Aktie. Und dann ist es so die Frage, wie kann das sein, beziehungsweise wo ist hier der Haken? Es ist eigentlich so, wie es immer ist, das heißt, wir hatten hier am Anfang ein relativ hohes Wachstum gehabt. Ich mache es noch ein bisschen größer, damit ihr vielleicht ein bisschen die eine oder andere Zahl auch noch mitlesen könnt. Ansonsten lese ich es vor, wenn ihr es nicht erkennen könnt. Wir hatten hier bei diesen Delta-Kennzahlen Steigerungen vom Gewinn mit teilweise 40, 50% und dann auch noch längere Zeit hier, mindestens im zweistelligen Bereich hier, teilweise aber auch zwischen 20 und 30%. Das heißt, hier ist extrem hohes Wachstum da gewesen bei Hengan International. Man sieht es ja auch hier von der Steigerung beim Gewinn. Und entsprechend stark sind auch die Aktienkurse angestiegen. Und dann haben wir, ich sage jetzt mal, eine Art Sättigung gesehen im Markt. Und das habe ich auch in den Geschäftsberichten entsprechend gelesen, wo von Marktsättigung die Rede ist. Nicht in jedem Segment. Aber teilweise in den Segmenten eben, die am stärksten sind. Ich muss mal kurz die FactSet Stay Workstation hochholen. Und ich habe hier schon Hengan International aufgezeigt. Und ihr seht hier, mit was die insbesondere ihr Geld verdienen. Also ich muss es noch ein bisschen kleiner machen. Oder kann ich weniger anzeigen lassen? Nein, ich muss noch eine Stufe kleiner machen. Also hier Tissue Paper, da ist unter anderem dieses Toilettenpapier dabei, Küchenrollen und so weiter. Damit machen sie die Hälfte des Umsatzes. Und hier haben wir eine Marktsättigung selbst bereits in China. Und hier wurde vom Management gesprochen von einem extrem harten Wettbewerb. Und entsprechend haben wir hier keine hohen Wachstumsraten mehr. Hier haben wir die Damenbinden, das zweitwichtigste Segment, was aber nur ungefähr etwas mehr als ein Viertel ausmacht. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich da was aufgeschrieben habe. Auch hier erreichte Marktsättigung führt zu hartem Wettbewerb. Noch härter als bei Tissue Papers übrigens. Das war sogar rückläufig gewesen. Und dann haben wir eben noch die Windeln und die Haushaltsreiniger. Die hatten übrigens auch Food und Snacks gehabt. Das haben sie aber verkauft im Jahr 2016. Deshalb gibt es hier entsprechend keine Umsätze mehr. Ich gucke immer kurz lesen, was ihr da alles so zu schreiben habt. Jetzt geht es hier wieder um Cisco und Intel. Die habe ich aber alle schon abgenudelt in einem vorherigen Livestream oder in einer vorherigen Aktienanalyse. Zurück zu Hengan International. Machen wir es ein bisschen kleiner, nicht größer. Entschuldigung. So. Ich muss hier nochmal hier kurz draufklicken, weil ich zu viel gezoomt habe. Ich habe die Legende weggezoomt. So, jetzt wissen wir ja im Prinzip, das Wachstum hat nachgelassen. Entsprechend führt es dann dazu, dass der Markt die Aktie weniger hoch bewertet. Das heißt, die Aktie bekommt niedrigeres KGV, KCV und so weiter, also niedrigere Multiple. Und auch das kann man hier schön ablesen. Wir haben bei Hengan KGVs gehabt. Die waren bei 30 teilweise, jedenfalls immer bei über 20. Und zwar bis hier ungefähr in 2015 rein. Also ungefähr bis hier war die Aktie also relativ hoch bewertet. Momentan haben wir nur noch 10. Also momentan ist die Aktie deutlich niedriger bewertet, als es früher gewesen ist. Und dann ist halt jetzt die Frage,
Auch wenn das Wachstum nachgelassen hat, ist es jetzt immer noch eine gute Aktie. Und ich habe, als ich die Geschäftsberichte durchgelesen habe, beziehungsweise ich muss sagen, überflogen, man hat ja nicht die Zeit, mehrere Geschäftsberichte wirklich intensiv zu lesen, kein schlechtes Gefühl bei der Aktie. Also damit möchte ich jetzt erstmal sagen, dass ich da jetzt keinen Betrug wittere. Ich weiß, es ist China und es gibt Vorbehalte gegenüber China, aber man kann das Geschäftsmodell verstehen, was die machen, weil das ist irgendwie keine High Science. Sie stellen Produkte her aus Zellulose und verkaufen die Dinger. Und die Gründe, warum das Wachstum nachlässt, scheinen irgendwo nachvollziehbar zu sein. Verstärkter Konkurrenzdruck, Marktsättigung, wenigstens in einigen Segmenten und dann eben entsprechend niedrigeres Wachstum. Ich glaube auch rausgelesen zu haben, dass die Vertriebsprobleme hatten. Weil sie betonen sehr stark, dass sie jetzt kleine Vertriebsteams haben, die regional aufgestellt sind und die Bedürfnisse der Kunden, also der Point of Sales, wie es so schön heißt, so schreiben sie das auch, Supermärkte und so weiter, besser bedienen können. Das heißt, da muss was schiefgelaufen sein in der Vergangenheit. Leider ist es bei Geschäftsberichten oft nie so, dass sie eins zu eins sagen, was schlecht gelaufen ist, aber man kann das mit ein bisschen Übung indirekt rauslesen. Genau. Was vielleicht auch noch wichtig ist, sie verkaufen auch zunehmend online. Natürlich ein Vorteil. Momentan haben sie beispielsweise Corona im Griff, sogar vorbildlich im Griff. Aber falls wieder irgend sowas sein soll, dann ist natürlich immer gut, wenn man einen starken Vertriebskanal hat online. Und sie machen momentan 20% Umsatz bereits online. Habe ich mir hier aufgeschrieben, und zwar 20,7% des Umsatzes 2019, also über ein Fünftel war schon online, und 2018 waren es noch 8,4%, also immer innerhalb eines Jahres 2,3% den Online-Handel quasi verstärkt, sind da sozusagen dann meines Erachtens auch schon auf dem richtigen Weg. Also insofern, ich konnte keinen Haken entdecken. Der Markt hat einfach so reagiert bei Hängern, wie man es erwartet, das Wachstum lässt nach und entsprechend wird dann halt auch die Aktie günstiger bewertet sein. Wir können mal kurz gucken, Dividendenbrille erst einmal aufziehen, dann hier in den Dividendenturbo reingehen und dann mal komplett rauszoomen. Seht ihr auch nochmal schön, dass wir hier wirklich schön zuverlässig steigende Dividenden haben. Die haben ihre Dividenden auch schon seit 15 Jahren am Stück gesteigert. Und wir sehen hier momentan die Dividendenrendite von knapp 5%. Und die ist eben höher, als sie jemals zuvor gewesen ist. Lange Zeit, als wir hier noch einen Fast Grower hatten sozusagen, da war dann die Dividendenrendite bei irgendwo knapp 2%. Und dann erst im Jahr 2015, als der Aktienkurs so langsam abgebröckelt ist, dann ist es mit der Dividendenrendite immer weiter nach oben gegangen. So, mal gucken, hier hat jemand was zum Thema zu sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Konkurrenz von westlichen Firmen bei solchen Produkten mit geringem Mehrwert bekommen. Ja, gut, ich glaube es erstmal auch nicht. Also es ist Konkurrenz in China selbst. Die machen übrigens, ich habe es angeschaut, über 95% der Umsätze in China, Hengan International, das heißt, international sind sie schon. Insgesamt haben sie einen Vertrieb in, wenn ich mich richtig erinnere, 51 Länder. Aber die Umsätze, die sie machen, und das kann ich auch nochmal hier kurz bei Factset zeigen, dann müsste es das Ganze geben. Hier Geographic Revenue. Die Umsätze, die sie dann entsprechend im Ausland machen, die sind sehr, sehr gering. Also wir haben hier oben, ich mache es größer für euch noch, wir haben hier oben Mainland China, 88%. Und dann ist Hongkong, Sonderwirtschaftszone Hongkong, gehört ja auch zu China. Und das sind schon 96,3%. Die zwei Sternchen heißen, dass das geschätzt ist von Factset. Also 96% in China. Sie verkaufen auch ein klein wenig an Deutschland. Aber hier, das ist alles wirklich unter ferner Liefen, also hauptsächlich China. Und ich glaube auch eher nicht, dass Reggie Benckiser oder wie die Henkel, wie sie alle heißen, Procter & Gamble und so weiter,
dass die Henkern Konkurrenz machen wollen im China-Markt, wenn Henkern sowieso schon so stark von einem so starken Wettbewerb spricht, dann ist der Markt vielleicht nicht ganz so attraktiv. Das ist aber nur ein kleiner Gedanke. So, jetzt komme ich nochmal, gucke ich mal, was ihr so geschrieben habt. Sind die Dividenden denn auch sicher? Das ist eine gute Frage. Gucken wir uns doch mal an, ob die Dividenden sicher sind. Da ändern wir das Chart-Layout und ihr wisst, Dividenden sind dann sicher, wenn sie gedeckt sind aus den laufenden freien Cashflows. Und wir haben hier die freien Cashflows. Da ist es mal ein bisschen knapp geworden hier in 2019, aber schon, das ist der aktuelle Stand. Könnt ihr dann sehen, dass wir hier wieder einiges an Luft haben. Wie hoch ist die Ausschüttungsquote? 58,5% vom freien Cashflow, das ist das hier. Sieht momentan also nicht so aus, dass die Dividende gefährdet wäre. Das Management sagt übrigens, auch das habe ich gelesen, ich bin immer dankbar, deshalb, wenn ihr da was einwerft, dann fällt es mir nämlich ein, ansonsten hätte ich es vergessen. Das Management strebt an, ungefähr 60% hohe Ausschüttungsquote zu haben. Und das, ihr seht ja, das kommt so in etwa hin. Also ich halte die Dividende, soweit man hier sehen kann, momentan für sicher. Jetzt gucke ich mal noch kurz, ob jemand noch was dazu hat. Teilweise gehen die Umsätze aber auch zurück. Recht deutlich könnte man interpretieren als starken Konkurrenzdruck. Ja, guter Kommentar, auch hier vielen Dank. Ihr seht, dass die Umsätze prinzipiell steigen und dann hier sind sie aber leicht gefallen. Dass die hier gefallen sind, das liegt am Verkauf des Snack-Geschäfts. Das heißt also nicht, dass die Segmente, die heute noch bei Henkern sind, dass die rückläufig waren. Können wir uns auch nochmal ganz kurz hier angucken in der Segment-History. Da sieht man das Ganze. Hier haben wir hier irgendwo Zahlen, wo es tatsächlich rückläufig ist. Ja, hier bei den Damenbinden, das ist auch das, wo Henkern gesagt hat, dass da der größte Konkurrenzdruck ist. Also bei Damenbinden ist ein bisschen rückläufig. Bei Toilettenpapier und Co., da ging es auch mal nach unten tatsächlich zwischen 2015 und 2016. Aber momentan sind wir hier wieder auf dem Allzeithoch. Und was hatten wir hier nochmal? Others, das sind Haushaltsreiniger und so weiter. Das steigt auch. Und dann haben wir hier die Windeln. Und oh ja, bei den Windeln, das sieht gar nicht gut aus. Die sind deutlich rückläufig. Also ja, gebe ich dann dem Kommentator recht. Also je nach Segment ist es dann wahrscheinlich doch Konkurrenzdruck. Dann nochmal kurz hier Quellensteuer. Ach, das ist Danone. Nein, so weit sind wir noch nicht. Hat nicht jemand vorher schon was über Quellensteuer gesagt? Ja, hier habe ich doch gesehen. Probleme mit der Abrechnung der Quellensteuer. Ich weiß nicht, ob sich das auf Frankreich bezieht. Ich kann nur sagen, ihr könnt diese Aktie sie ist in Hongkong notiert. Ich habe eine Aktie, also Tencent, direkt in Hongkong gekauft. Ich habe keine Quellensteuer bezahlen müssen, beziehungsweise ich muss es schon zahlen, aber nur Abgeltungssteuer in Deutschland. Aber der chinesische Staat, beziehungsweise Hongkong in dem Fall, hat nichts einbehalten. Deshalb wäre ich hier optimistisch, dass ihr hier euch nicht mit einer Doppelbesteuerung rumschlagen müsst. Ja, das ist Henkern und dann könnt ihr hier auch sehen, dass die relativ solide sind in der Bilanz, Schuldenquote von 64%. Für ein konservatives Unternehmen wie Henkern, mit konservativ meine ich Bereich Pflegeprodukte, das ist ja nicht so jetzt, dass die laufend eine neue Fabrik bauen müssen oder so einen starken Innovationsdruck haben, auch wenn sie im Geschäftsbericht immer wieder sagen, wie innovativ ihre nächste Generation von Windeln ist oder so. Hier hat übrigens jemand ein Problem. Wo sind denn die Kommentare? Ich glaube, bei Facebook ist das ein bisschen problematisch. Wenn ihr von Facebook aus schaut, kann es sein, dass ihr die Kommentare nicht seht. Bei YouTube seht ihr die auf jeden Fall. Ich streame hier parallel auf Facebook und auch auf YouTube. Müsstet ihr mal dann vielleicht Rückmeldung geben, wenn über Facebook keine Kommentare ersichtlich sind. Kann sein, dass ihr, also die meisten Kommentare kommen auf YouTube. Ich sehe alle Kommentare von euch übrigens. So, was wir noch machen können bei Henkern, das ist, wir können uns noch die Bewertung anschauen, selbstverständlich.
Und hier jetzt nicht den Fehler machen, den kompletten Zeitraum als Bewertungszeitraum zu nehmen. Da haben wir nämlich viel, viel zu hohe Multiples. Die sind ja nicht mehr repräsentativ für den Markt von heute, weil ihr wisst, Hengan wächst nicht mehr so schnell, deshalb ist sie nicht mehr so wertvoll, die Aktie. Wir können jetzt Multiples nehmen, würde ich sagen. In den letzten Jahren waren es bei 11, 12. Ich würde jetzt in diesem Fall gar nicht mal hingehen und einen ganz kurzen Zeitraum auswählen. Ich würde nämlich hier direkt die Multiples korrigieren, und zwar für den Gewinn und den bereinigten Gewinn. Das könnt ihr dann genauso machen, wenn ihr wissen wollt, ob die Aktie für euch ein Kauf ist. Würde ich dann einfach mal sagen, ich würde der Aktie jetzt ein KGV zugestehen. Ich bin ein Geizhals, muss ich ganz ehrlich sagen. Und noch einmal ganz kurz zurück auf dieses Sheet hier, wo ihr die einzelnen KGVs seht. Na, ihr seht hier, es gibt KGVs, die sind alle über 10, alle. Die meisten sind über 20, einige sind noch höher. Wobei da mal das mit Vorsicht zu genießen ist, ST Lauder oder so, da werden dann die Gewinne eingebrochen sein. Aber ihr seht, dass im Normalfall fängt es irgendwo bei knapp 20 an. Wenn wir sagen, es ist eine China-Aktie, deshalb sind wir nicht bereit, so viel zu bezahlen. Ach, hier haben wir noch was. Procter & Gamble, also doch eventuell Konkurrenz aus dem Westen. Gut, kann sein. Ich weiß nur, dass die Chinesen verrückt sind teilweise nach Waren aus dem Westen. Deshalb gibt es ja, wenn man in den DM reinschaut, teilweise auf den Regalen Aushänge von nur in haushaltsüblichen Mengen, weil die Chinesen das uns abverkaufen und zurück in die Heimat schicken, einzelne Waren, Babynahrung und so weiter. Gut, also dann würde ich einfach mal sagen, wir halbieren das Ganze, machen zum Beispiel mal 11. Und dann auch hier vielleicht 10,5, weil das Bereinigte ist meistens etwas tiefer. Und dann gucken wir mal an, wo wir da sind. Und dann, das finde ich ganz interessant, könnt ihr sehen, dass wir mit so niedrigen KGVs momentan relativ nah dran sind am Preis. Aber dass, wenn wir in der Vergangenheit gewartet hätten, dass die Aktie mal so niedrig bewertet wäre, hätten wir die nie bekommen, nie. Ihr seht teilweise extrem teurer, also da hätten wir gesagt, der faire Wert wäre bei 33 Hongkong Dollar gewesen und er war fast dreimal so hoch. Aber jetzt sind wir relativ nah dabei und das ist momentan der aktuelle Preis. Und dann könntet ihr hier mal gucken, wie hoch die erwartete Rendite ist. Die ist da noch nicht besonders hoch, also das heißt keine Kursgewinne. Wenn ihr sagen würdet, das ist euer faires KGV, das ist jetzt 11, das ist der bilanzierte Gewinn. Ihr hättet aber trotzdem, das ist der Gag an der Sache, das sehe ich jetzt gerade, ihr hättet aber trotzdem aufs Jahr eine Rendite von 6,9%. Und zwar fast vollständig über die Dividende. Gut, das ist jetzt natürlich brutto, ich weiß, aber trotzdem 6,9%, das ist natürlich schon ordentlich, das ist in line mit dem breiten Aktienmarkt. Und da sind wir jetzt so weit runtergegangen, im Prinzip aufs Allzeittief. Wir sind sogar noch tiefer momentan runtergegangen mit dem KGV, als die Aktie momentan notiert. Momentan ist sie knapp bei 12. Wir sind auf 11 respektive 10,5 und machen immer noch hier eine Rendite, beziehungsweise wir erwarten noch eine Rendite unter dieser Annahme und unter der Annahme eben, dass die Gewinne so laufen, wie sie hier prognostiziert sind von den Analysten. Das heißt, im Prinzip sieht es schon irgendwo attraktiv aus. Also es gibt nicht so den Haken, dass man nur sagen muss, da, das stinkt irgendwie. Also ich habe ihn nicht gesehen, ich sage es mal so. Man kann verstehen, warum der Kurs zurückgegangen ist, weil die Aktie von einem Fast Grower zum, sagen wir mal, Slow Grower geworden ist, beziehungsweise zu einem Unternehmen, das wächst, wie eigentlich Unternehmen in dieser Branche wachsen. Ich lese es nochmal ab, ihr seht es gerade nicht. Ich habe ja die Deltas hier, muss ein bisschen näher ranzoomen. Ungefähr mittlerer einstelliger Bereich. Das ist eigentlich normal. Und man kann eigentlich nur sagen, China-Abschlag hier, würde ich so das Ganze titulieren. Jetzt gucke ich mal, ob ihr noch was zu sagen habt. Ja, genau, China-Abschlag, sage ich noch. Chinesische Aktien haben immer niedrigere KGV, genauso wie die russischen. Immer würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil wir haben ja gerade hier bei Hengan gesehen, dass die KGVs ja schon ordentlich hoch gewesen sind. Die waren teilweise über 30.
Also so niedrig war es nicht. Aber ja, prinzipiell ist es schon oft so, ja, richtig. Was habt ihr denn noch so? Ja, was sind die Pläne von Hengan, um weiter zu wachsen? Das ist im Prinzip, ich würde mal sagen, Business as usual, nur eben verbessern. Also die wollen den Vertrieb verbessern, einmal über die regionale Priorisierung, also mit diesen lokalen Verkaufsteams, dass sie sich besser an regionale Nachfragebesonderheiten anpassen können, dann den Online-Kanal verstärken und dann habe ich überall was von Innovation gelesen. Also ich glaube, ihr gebt mir recht. Es ist so also Toilettenpapier oder so, ist ja keine High Science. Ich meine, wir würden dann nochmal einen Laken mehr drauf machen oder so, keine Ahnung. Aber es hieß immer Innovation, Innovation und im Rahmen von Innovation die Produkte nochmal höherpreisig anzubieten. Ja, also was, für mich kann man da jetzt eigentlich nicht so viel erwarten, aber ich bin jetzt auch kein Brancheninsider. Also die können nicht zaubern, aber ich denke auch, sie sagen auch selbst, es gibt ja in China diese Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 Cities, je nachdem, wie groß die sind. Und es ist nach wie vor schon noch so, dass der Lebensstandard in China sich ja erhöht und dann auch die Käuferschichten breiter werden. Und China hat ja Wirtschaftswachstum. Und auch wenn die Konkurrenz stark ist, ich denke schon, dass ein mittleres einstelliges Wachstum, glaube ich, ist schon noch drinne. Und was es noch interessant machen könnte für Investoren, wenn man jetzt einsteigt, wie gesagt, das ist keine Empfehlung, aber es ist ja auch vorstellbar, dass der Kurs mal wieder ein bisschen nach oben geht, weil die Aktie momentan schon relativ nah am Allzeittief hängt, ohne dass jetzt wirklich hier wir eine schlechte Gewinnentwicklung hätten. Im Gegenteil, ihr seht ja hier, die Gewinne ziehen ja wieder an. Die Gewinne ziehen ja wieder an. Könnte also durchaus sein, dass die Aktie auch mal wieder ein bisschen hochgeht. Weil womit wir gerechnet hatten hier, das war ja extrem konservativ. Also behaupte ich jetzt mal, für mich ist es konservativ hier. Das kann sein, dass man da noch eine höhere Rendite mitmacht, aber ich kann natürlich meine Hand hier nicht ins Feuer legen. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das kann man natürlich auch gerne machen. So, was gibt es denn noch von euch? Ja, das. Okay, Unilever, ja, ich habe es euch ja gezeigt. Also wir haben ja hier im Aktienfinder ja jetzt 19 Unternehmen, die hier in dem Sektor sind, die man sich da auch noch aussuchen kann. Und ich glaube, da ist genügend vorbei. Man muss natürlich keinen Chinesen nehmen, aber das war ja von euch gewünscht. Ihr wollt einfach mal wissen, was es mit der Aktie so auf sich hat. Gut. Wenn dann keine Anmerkungen mehr da wären für Hengan International, dann würde ich sagen, wir gehen zu Danone über, so langsam. Habt ihr ja auch schon ein bisschen was gesagt, so Stichwort französische Quellensteuer. Da weiß ich nur, es gibt die Möglichkeit, war es die DKB oder ING DiBa, wo man das zurückfordern kann mit deren Hilfe, muss man aber einen kleinen Obolus entrichten. Ich muss ja mal gucken, was ihr denn hier noch sagt. Ihr seid noch bei China. Kraft Heinz, da halte ich übrigens gar nichts von. Ich hatte die mal im Rahmen von einem Aktien-Spin-off eingebucht bekommen vor langer Zeit und ich habe die verkauft. Gott sei Dank. Irgendwann hat sie, glaube ich, auch der Warren Buffett verkauft. Ich bin ihm vorausgegangen. So, die DKB ist es, ja genau. Also, Kraft hat einfach ein bisschen das Management, die Zeit verschlafen. Wir haben ja ein paar Trends, auch in so Langeweilerbranchen wie Lebensmittel. Es gibt den Trend zum gesünderen Essen. Das ist wahrscheinlich jedem bewusst. Das heißt, weg von Zucker zum Beispiel als Zutat. Das ist sowohl bei Lebensmitteln als auch bei Getränken der Fall. Das heißt, wir haben vor kurzem ja eine Pepsi-Aktienanalyse veröffentlicht. Und da ist es beispielsweise so, das weiß auch Coca-Cola, dass zuckerhaltige Limonade, damit sind sehr groß geworden. Es verkauft sich natürlich noch, aber läuft nicht mehr so gut wie vorher. Was jetzt gut läuft, sind Energy Drinks beispielsweise und Wasser. Das läuft ganz gut. Und da ist jetzt auch schon die Brücke gebaut hin zu Kraft Heinz, nicht zu Kraft Heinz, sondern zu Danone. Danone, ich habe die heute mal ein bisschen mich etwas damit beschäftigt. Und Danone hat mich ein bisschen überrascht. Danone ist so ungefähr der super gesund Konzern und super sustainable, super grün und das meine ich jetzt nicht irgendwie ironisch oder um die schlecht zu machen, sondern die setzen extrem auf
gesundes Essen und auf Nachhaltigkeit. Und ich habe den Eindruck, die setzen zu viel auf gesundes Essen und zu viel auf Nachhaltigkeit und so weiter. Ich habe den Eindruck, die entwickeln Produkte, die am Markt nicht immer gut ankommen. Also beispielsweise, das habe ich mir hier aufgeschrieben, ich habe sogar ein neues Wort gelernt, als ich das gelesen habe. Jetzt muss ich es mal kurz suchen. Genau, hier ist es. Ihr kennt Vegetarier? Klar. Ihr kennt Veganer? Klar. Kennt ihr auch Flexitarianer? Flexitarians. Und diese Flexitarianer, für die hat Danone auch eigene Produkte. Und wenn ihr so wie ich seid und ihr wisst nicht, also ihr habt die vorher noch nicht gekannt, dann nehme ich das mal als Bestätigung, dass es nicht allzu viele von diesen Flexitarianern gibt. Was meinen die damit? Also die meinen, dass die Konsumenten Proteine gerne hätten aus unterschiedlichen Quellen. Und es gibt ja jetzt beispielsweise Joghurts oder so, wie General Mills es macht. Griechische Joghurts werden ja auch genannt mit wenig Zucker und das ist schon gesund, das ist auch eben noch tierisches Eiweiß. Und da wäre es doch besser, wenn man noch was pflanzliche Produkte und pflanzliches Eiweiß im Angebot hätte. Vielleicht Milch, die halt nicht aus dem Euter geflossen ist, sondern irgendwie pflanzlich hergestellt worden ist und so weiter. Und ich habe den Eindruck, solche Sachen verkaufen sich nicht super gut. Dann ist es auch noch so, flexible Sachen essen. Ha, was ein Kasper. Go Flex. Manchmal Fleischesser, genau. Frutaria. So, ich gucke mal gerade noch, was ihr hier so schreibt. Okay, das war's schon. Ja, und dann kommt noch dazu, dass Danone auch getroffen worden ist von Covid-19. Da muss ich mal gucken, was ich hier aufgeschrieben habe. Ja, genau. Die haben unterschiedliche Segmente. Und die sind ja alle sehr fortschrittlich bei Danone. Wie gesagt, sie haben beispielsweise ein Segment, das heißt Special Nutrition. Das heißt, die haben zum einen Babynahrung, aber die haben auch Nahrung, um beispielsweise Mangelernährung zu bekämpfen oder um irgendwie das Alter, die Alterung zu stoppen oder irgendwie freie Radikale zu bekämpfen, was weiß ich. Und teilweise ist diese Nahrung auch verschreibungspflichtig. Und was ich auch schon bei vielen Pharmakonzernen gesehen habe, weil man ja immer so vielleicht im ersten Anlauf denkt, dass Pharmakonzerne rundum Gewinner sind von Covid-19. Es ist nicht so, dass die automatisch gewinnen durch die Corona-Pandemie. Im Gegenteil, denn viele Medikamente, die nicht lebenswichtig sind, werden weniger verschrieben, wenn die Corona-Pandemie grassiert, weil teilweise sogar Arztpraxen vielleicht geschlossen sind, beziehungsweise weil die Ärzte ja dann lieber die Patienten dran nehmen, die es nötig haben, die sich testen lassen wollen wegen Corona oder was weiß ich. Und dann werden diejenigen, die quasi einfach nur kommen, weil sie nicht was ganz so Wichtiges haben, zum Beispiel um sich ein Rezept ausstellen zu lassen für ein verschreibungswichtiges Medikament oder eine Nahrungsergänzung, die bleiben dann halt erstmal weg. Schon auch so im Geschäftsbericht. Ich habe es ein bisschen ausgeschmückt, wie immer, um es interessant zu machen, aber vom Prinzip her stand so im Geschäftsbericht. Und dann ist ein Segment noch richtig eingebrochen bei Danone. Und das war der Abverkauf von Bottled Water, also abgefülltes Wasser. Es ist zwar ein Trend, aber die haben einen starken Kanal, Vertriebskanal, so ein bisschen Diageo lässt grüßen aus dem Stadterdepot. Und das ist Wasser on the go sozusagen, in so kleinen Flaschen 0,3 oder so, oder dann auch in Restaurants werden die ausgegeben, wenn wir einen Lockdown haben. Und dann gehen die Leute weniger raus, damit weniger on the go verkauft. Und wenn dann die Restaurants geschlossen sind, dann gibt es auch keinen, ich weiß gerade nicht, wie die Marken heißen, sagen wir mal Pellegrino oder so, kommt dann auch nicht auf den Tisch. Und darunter leidet Danone auch. Also es gibt so ein paar hausgemachte Probleme. Also Problem Nummer eins, ich glaube, ein bisschen am Markt teilweise vorbei entwickelt die Lebensmittel zu viel des Guten gewollt. So ist jedenfalls mein Eindruck. Und das andere Problem, Covid-19 teilweise, was ja hoffentlich wieder verschwinden sollte. So, jetzt gucke ich mal, was ihr alle sagt. Was für ein Babyboom. Also in Deutschland jetzt aber nicht, oder? Haben wir in Frankreich einen Babyboom?
Weiß ich nicht. Ja, die Gewinnmargen sind natürlich hoch bei so kleinen Packungen, aber was bringt es, wenn die kleine Packung weniger gekauft wird? Was haben wir hier? Ein Gewinn nehmen während Corona finde ich problematisch. Ja, ich habe es versucht zu erklären. Es ist ja auch so, dass wir wirklich eine Schere haben bei den Lebensmittelproduzenten. Es gibt einige, die laufen relativ gut und es gibt andere, die schmieren ab. Aber jetzt würde ich mal sagen, gehen wir nochmal in den Aktienfinder rein und gucken uns das Ganze an. Und zwar, das hauen wir mal raus und gucken uns Lebensmittel an. Lebensmittel und Tabak. So. Und dann haben wir hier auch Danone. Warum ist Danone so interessant? Auch hier 4,2% Dividendenrendite. Gehen wir dann auch nochmal komplett durch. Jetzt haben wir hier schon, gucken wir mal, was die so für eine Form abgeben. Wir haben hier die Dividenden. Sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Seit wie vielen Jahren steigern sie denn die? Wo sind sie? Ich habe sie gerade aus den Augen verloren. Hier sind sie. Seit 6 Jahren steigern sie die Dividende. Seit 19 Jahren haben sie die Dividende nicht gesenkt und wächst im Schnitt so im mittleren einstelligen Bereich, würde ich mal sagen, zwischen 5 und 7%. Ist also an sich so schon ganz ordentlich. Jetzt muss ich mal gucken, was ihr hier noch verkauft, beziehungsweise was ihr hier noch so zu sagen habt. Ah, 6 Jahre ist nicht lang. Ja, das ist halt typisch Nicht-Amerikaner, würde ich sagen. Beispielsweise SAP hat auch kein, SAP-Management hat auch kein Skrupel, die Dividende, wenn es nicht so gut läuft, nicht zu erhöhen, sondern nur konstant zu halten. Aber ich persönlich gebe da eh nicht so viel drauf, ob jetzt die Dividende konstant gehalten wird oder um ein paar Cent erhöht. Das macht nämlich aus Renditesicht kaum was aus. Dividendenkürzung oder sogar Dividendenausfall, das tut natürlich dann schon richtig weh. Das ist mir klar. Ja, gut, also aber ihr seht hier, die Dividende scheint momentan auch noch ganz gut gedeckt zu sein. Was natürlich auch noch auffällt, mir jedenfalls, das ist, es geht schon mal ein bisschen grob hoch und runter hier, beispielsweise bei dem freien Cashflow, aber auch hier bei dem bilanzierten Gewinn. Wir sind aber immer drüber, also die Dividende ist immer gedeckt. Wenn wir hier mal gucken, wie so die Umsätze sind langfristig, da haben wir Stagnation leider in den letzten Jahren hier. Wir haben hier von 2016 auf 2017 mal einen kleinen Umsatzboost von 22 Milliarden auf 24,7 Milliarden, also gut 2,5 Milliarden dazu. Aber das ist nicht organisch. Ich habe es hier aufgeschrieben. Die haben nämlich was gekauft und das heißt White Wave Products haben sie gekauft und zwar für 12 Milliarden US-Dollar. Das wurde auch kritisiert in einzelnen Analysen. Das habe ich mal auf Seeking Alpha noch kurz für euch gelesen. Da wurde auf der einen Seite gesagt, der Verkaufspreis sei viel zu hoch gewesen, der Kaufpreis, Entschuldigung. Auf der anderen Seite habe ich dann gesehen, die haben ein sehr gutes Rating Danone. Das heißt, die machen Schulden quasi für umme. Die bezahlen ungefähr ein halbes Prozent Zinsen im Jahr. Das ist also extrem wenig, weil die haben ein Triple B Rating. Wenn ich mich richtig erinnere, kein Triple A, Triple B, aber das reicht aus. Also die kriegen Geld quasi fast für umsonst. Und das heißt, wenn sie jetzt hier mit diesen 2,5 Milliarden zusätzlichem Umsatz nur ein bisschen mehr Gewinn machen als die halt 0,5%, dann sind sie sozusagen im grünen Bereich. Und ich glaube, dass ihnen das gelungen ist. Die haben nämlich operative Margen von ungefähr 14% bis 15%. Deshalb, ich würde es gar nicht so kritisch sehen, den Kauf wie einige Autoren auf Seeking Alpha. Hier übrigens, ganz interessant, ja, richtig, sieht man an den Schulden. Das wollte ich jetzt auch gerade zeigen. Ihr seht hier richtig wieder in der Bilanz, das ist ja, ich sage jetzt immer dazu, aber so, es ist wie ein kleines Tagebuch, die Bilanz. Liebes Tagebuch. Im Jahr 2015 nichts Neues wie 2014, aber dann
haben sie sich vorgenommen, eben dieses Unternehmen zu erwerben, haben dafür Schulden aufgenommen. Schulden sind von 20 Milliarden auf 30,7 Milliarden gestiegen. Was habe ich gesagt? 12 Milliarden haben sie bezahlt und fast 12 Milliarden haben sie Schulden aufgenommen. Von 20 Milliarden auf knapp 31 Milliarden. Haben sie dann also die Schulden aufgenommen, haben sie entsprechend mehr Cash gehabt, ne, 14 Milliarden, vorher waren es nur 3,2 Milliarden. Und dann haben sie das Unternehmen gekauft und im Jahr 2017 sieht die Bilanz ganz anders aus. Die Schulden sind ganz, ganz leicht zurückgegangen, aber vor allem seht ihr hier, dass das Kernvermögen, also das da unten, ist gestiegen. Ne? Und die Liquidität hier, die liquiden Mittel hier sind dann entsprechend gesunken von 14 Milliarden auf 4 Milliarden. Ne? Und der Goodwill ist dann gestiegen, klar, weil die 12 Milliarden, so viel war das Unternehmen nicht wert in den Büchern, da musst du halt Goodwill bilanzieren. Ne? Und so seht ihr, wie sich dann quasi die Bilanz verändert hat durch diesen Zukauf von diesen White Wave Products. Genau. Und hier vielleicht noch interessant, auch daran zu erkennen, das ist kein amerikanisches Unternehmen, weil die geben neue Aktien aus. Hier, ja, seht ihr das? Die geben neue Aktien aus, anstatt Aktien zurückzukaufen. Immerhin kann man hier sagen, das hier, was ihr hier seht, ist nicht geschönt. Im Gegenteil, es ist doch etwas hässlicher gemacht, dadurch, dass sie neue Aktien ausgegeben haben. Aber es steigt ja trotzdem. Jetzt gucke ich mal gerade. Hier verbindet jemand Danone mit China. Okay, gut, kann sein. Ich war noch nie da. Was gibt es hier noch so an Kommentaren? Ja, das ist natürlich ein anderes Kaliber, LVMH. Hat ja nur gemeinsam, dass die beide Aktien haben und in Frankreich die Zentrale. Ansonsten ist es etwas ganz anderes. Also die Aktien, mit denen wir uns heute beschäftigen, genau das Gegenteil von Verwässerung. Die Aktien, mit denen wir uns heute beschäftigen, das sind ja Hochdividendenaktien. Mit 4-5% Dividende, LVMH, ist ja ein anderes Kaliber. Ist ja jetzt eher für Leute interessant, die noch auf ja, schöne Kursgewinne setzen und vielleicht noch dynamisches Dividendenwachstum. So, dann würde ich aber mal sagen, wir schauen uns jetzt mal noch an, wie es hier um die Bewertung steht. Ganz kurz wieder die Dividendenbrille aufsetzen. Und da sieht man auch immer wieder ganz klar, so ähnlich wie bei Hengan International. Was macht die Aktie plötzlich so interessant? Ja klar, die hohe Dividendenrendite, 4,2%, deutlich höher, als sie jemals zuvor gewesen ist. Jedenfalls seit dem Jahr hier 2001. Seitdem tracken wir hier die Dividendenentwicklung Monat für Monat. Selbst während der Finanzkrise gab es höchstens mal 3,6% und jetzt deutlich mehr. Analysten gehen von weiteren Steigerungen aus, dann wären wir irgendwann mal bei 5% im Jahr 2024 angelangt. Gut, dann gucken wir uns mal die Bewertung an. Zoomen da mal raus und dann seht ihr hier schon, im Prinzip war nicht schlecht die Performance, denke ich, die man hier mit Danone erzielt hat, jedenfalls für die längste Zeit. Wenn ihr das hier euch mal anschaut, den operativen Cashflow mache ich mal weg. Ich mache eher erstmal kurz alles weg, damit man hier ein bisschen klarer sieht. Und da hätten wir eine Performance gehabt aufs Jahr, oh ja, okay, von 6,1%. Ja, da habe ich mich jetzt wirklich getäuscht. Ich hätte gedacht, es wäre ein bisschen mehr gewesen, aber nur 6,1% aufs Jahr. Das heißt, es war gerade so inline, langfristig gesehen, über einen Zeitraum von 2010 bis 2019, 6,1%, davon ein knappes Drittel Dividende, ja, so ungefähr in line. Aber jetzt natürlich nach dem Kursrückgang, mal gucken hier, haben wir noch 3,9%. Also war eher ein mageres Investment gewesen, Danone bisher. Und jetzt könnte es halt noch interessant sein, weil wir eben hier so einen relativ starken Kurssturz haben, unter anderem Corona-bedingt, von etwas über einem Drittel. Dann gucken wir mal, wie die Aktie so bewertet ist momentan.
Ja, nochmal eine kurze Frage. Wenn man neue Aktien ausgibt, verwässert man doch die Anteile der Bestandsaktionäre oder nicht? Ja, das ist richtig. Aber bei Danone war genau das Gegenteil. Die haben. Ach so. Oh ja, halt. Entschuldigung. Entschuldigung. Richtig, richtig. Ich habe. Ja, Alex, vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe mich hier getäuscht. Richtig. Genau, die geben neue Aktien aus. Das ist mea culpa. Ich habe mich getäuscht. Die geben neue Aktien aus und sie verwässern dadurch natürlich die Pro-Aktie-Kennzahlen. Das ist absolut richtig. Das seht ihr dann auch hier in der Grafik. Hier könnt ihr sogar jeweils den Cent, also Cent genau lesen, wie hoch die Verwässerung war zwischen 0,9 und hier irgendwie 0,2. Euro, also zwischen 10 und 2 Euro Cent. Entschuldigung, da habe ich mich vertan im Eifer des Gefechts. Vielen Dank für die Korrektur. Okay, gut. Dann nochmal zurück hier zur Bewertung. Ja, da fragt jemand, warum der Kurssturz hier. Und ich denke, das hat mit Covid zu tun. Wir haben hier den Covid-Crash hier. Das ist das. Dann ging es runter bis auf 53, 76 Euro hier. Und dann haben wir eine Erholung gehabt, erstmal auf 65 Euro und jetzt neues Tief auf 50 Euro. Ich denke halt, das ist die Kombination aus dem, was ich gesagt habe. Jedenfalls fällt mir nichts Besseres ein. Zum einen ein bisschen mit den Produkten am Markt vorbei entwickelt. Zu viel des Guten gewollt sozusagen. Und zum anderen tatsächlich nach wie vor Gegenwind durch Corona, durch diese Lockdowns. Lass uns mal ganz kurz gucken, wo die abverkaufen. Das würde mich jetzt noch interessieren. Hatte ich nicht geschaut. Danone, also das heißt, wo machen denn die Umsätze? Mal ein bisschen kleiner machen hier. Noch mal kurz hier rein. Hier müsste man das ja sehen. Ja, Vereinigte Staaten. 21%, das sind also nur Schätzungen, was wieder größer für euch. 21%, 22%, 10% in China sogar. Na, da schau an. 9% in Frankreich, im Kernmarkt, weniger als man vielleicht erwarten könnte. Indonesien, Russland, Mexiko, England und so weiter. Und dann könnt ihr hier nochmal die Kontinente sehen. Also ein Drittel in Nord- und Südamerika. In Europa ungefähr das andere Drittel, dann nochmal den Rest quasi, fast ein Drittel in Asien und den Rest wieder so unter ferner Liefen, Afrika und Mittlerer Osten. Da machen die den Umsatz. Stark betroffen von Corona, ihr wisst ja, Amerika und Europa, Asien teilweise, es kommt natürlich drauf an, wobei China natürlich, die schlagen sich prächtig. Aber ich denke also nach wie vor, dass die Gegenwind haben durch Corona. Also ich kann mir nur so erklären, dass es eben diese Kombination aus den beiden Faktoren sind, die ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe. Die Analysten meinen, dass dann das langfristige Wachstum ungefähr im mittleren einstelligen Bereich sein sollte, um die 6%, was irgendwo normal wäre. Das ist auch das Wachstum, was wir schon vorher gesehen haben, 2008, 2010 und so weiter. Gibt immer mal wieder aber einzelne Jahre, wo insbesondere beim bilanzierten Gewinn was schiefläuft, wo sie dann beispielsweise abschreiben müssen. Beim bereinigten Gewinn, das sind wir meistens so, schwankt es auch, aber das sind wir meistens irgendwo so Pi mal Daumen im mittleren einstelligen Bereich beim Wachstum. Ist eigentlich nicht so schlecht und entspricht ja im Prinzip auch dem, was wir hier gesehen haben mit der langfristigen Rendite, die war ja auch im mittleren einstelligen Bereich. Man kann natürlich nur noch anführen, dass die Aktie hier oben bei 81 Euro, das könnte der dritte Grund sein quasi für den Kurssturz, dass die Aktie einfach überbewertet war. Das ist natürlich die klassische Antwort, ne? Und das gucken wir uns jetzt doch gerne mal an, wenn wir hier mal so die KGV sehen, angucken, also wieder die Multiples. Da möchte ich jetzt den bereinigten, lass mich mal kurz schauen, bereinigter Gewinn. Der bereinigte läuft ja sehr viel glatter, seht ihr das? Da läuft sehr viel glatter, dieser braune als dieser grüne. Deshalb, wir nehmen den bereinigten Gewinn für die Bewertung. Den operativen Cashflow könnte man auch noch nehmen, weil der wirft ab und zu auch hässliche Zacken, nehmen wir nicht. Und dann gucken wir uns auch noch die Dividenden an. Also diese beiden nehmen wir hier. Und wenn wir den bereinigten Gewinn haben, dann halten wir auf den kompletten Zeitraum, lasst mich schauen,
19 als Multiple, 19,1. Und tatsächlich haben wir immer mal Jahre, wo es über 19 geht, zum Beispiel in 2016. Oder hier ist 2016, hier ist 2006, da war es immer über 19, hier war es bei 19 und hier war es natürlich über 19 für einen kurzen Zeitraum. Und jetzt machen wir einfach die komplette Bewertung hier, dann nehmen wir hier den Fernwert bereinigt und dann könnt ihr das hier sehen. Also 19 ist schon relativ sportlich vielleicht, insbesondere wenn man dann auch weiß, dass die Gegenwind haben durch Corona und die Produktpalette nicht absolut dem entspricht, was der Markt möchte, würde ich hier eigentlich eher noch ein bisschen nach unten korrigieren. Aber sogar wenn ich das lasse, seht ihr, dass hier oben die Aktie ganz offensichtlich überbewertet war. Der faire Wert war irgendwo bei, hier habe ich gerade 73 Euro bei der schon sportlichen KGV, war also da schon sozusagen überbewertet. Das heißt, selbst so könnten wir sagen, dass dieser kleine Strich da, ich mache es nochmal ein bisschen größer für euch, dass dieser Kursverlust hier wenigstens der Abbau gewesen ist von der Überbewertung und der Rest ab hier quasi, passt ja genau, ab hier quasi Corona, ja, wenn ihr so wollt, das ist der Corona-Crash hier und der Rest sind dann quasi die Produktpalette ein bisschen am Markt vorbei, sowohl die anhaltenden Gegenwinde durch Corona. Ich würde aber hier, also wenn ich jetzt überlegen müsste, ob ich die Aktie kaufe, ich würde hier noch runtergehen, tatsächlich. Ich würde vielleicht auf 16 oder so gehen und dann seht ihr auch hier ganz deutlich, dass dann auch der faire Wert nach unten geht. Wie sieht es denn aus hier? Backtest-mäßig sieht es dann so aus. Und dann würde ich sagen, okay, der faire Wert ist bei 52 vielleicht Euro und dann wäre die Aktie nur noch relativ leicht überbewertet. Wenn ihr jetzt dann den fairen Wert Dividende einblendet, da ist natürlich dann die Aktie ein Schnäppchen. Ne? Hier könnt ihr sehen, ne? Da ist die Aktie ein Schnäppchen. Warum? Weil die Dividendenrendite, hier, ich habe es gezeigt, absolut auf Allzeithoch ist. Mit der Dividendenbrille sieht die Aktie viel zu günstig aus. Aber wenn ihr hier dann so konservativ die Aktie bewertet, auf Grundlage des bereinigten Gewinns, dann ist die Aktie doch günstig, ja, aber nicht das absolute Traumschnäppchen. Gucken wir mal, was die erwartete Rendite wäre. Naja, immerhin 11%. Ne? Also 11% ist schon wieder ganz ordentlich, würde ich sagen. Aber das sind dann natürlich dann auch nur 11% auf diese 1, 2, 3 Jahre und 2 Monate oder so. Das heißt, es sind keine 11%, mit denen man rechnen kann, wenn man die Aktie bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag hält, weil das wären halt 11%, die dadurch zustande kommen, dass die Aktie momentan leicht unterbewertet eingekauft wurde. Und das ist dann quasi die Aufholung des Kurses zum fairen Wert mit dabei. Das ist dann quasi der Rendite-Boost, wenn man so will. Aber dieser Nachbrenner, der hält halt nicht ewig. Und irgendwann geht dann die zu erwartende Rendite in das, wird dann nur noch sozusagen durch das organische beziehungsweise durch das Gewinnwachstum des Unternehmens bestimmt. Und dann kann man eher damit rechnen, dass das sich halbiert, dass es irgendwo bei 5-6% ist. So, jetzt gucke ich mal, hier hat noch jemand was zu Danone zu sagen. Typische europäische Firma, schert sich nicht um die Aktionäre, macht teure Übernahmen und der Umsatz stagniert. Ja, das war ja mal, ja gut, sie scheren sich halt um die Welt. Ich habe es ja gesagt gehabt, wie habe ich sie bezeichnet? Der Supergesund-Konzern hier, etwas zu viel des Guten, den Eindruck habe ich, wie gesagt, auch. Es ist auch immer interessant, wenn ich dann so eine Aktie wie Danone mir angucke und ich möchte wissen, wo denn da eigentlich der Schuh drückt. Die sagen das nicht frei raus. Also man muss immer irgendwo versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen. Es ist echt mühsam und kostet echt viel Zeit. Da ist es besser, wenn man mal so eine Aktienanalyse liest, so von Seeking Alpha oder irgendwo. Gibt es auch viel Schrott, ich gebe es zu, was sich dann nicht lohnt, weil die dann rein quantitativ unterwegs sind, aber ist ein bisschen schade. Also ich würde mir eher erwarten vom Investor Relations, dass man da auch offener kommuniziert. Bei Henkern, wie gesagt, das gleiche Spiel, ja. Da muss man dann auch zwischen den Zeilen lesen und dann schlussfolgern, dass wenn die stark betont, dass sie ihren Vertrieb umgebaut haben, das halt vorher nicht funktioniert hat. Aber was vorher genau nicht funktioniert hat, das sagen sie einem halt so nicht. Das ist natürlich ein bisschen schade. So, gucken wir mal noch, was ihr so zum Besten zu geben habt.
Etwas Diskussion über Molke und so weiter. Dann werden jetzt noch einige Aktien hier reingeworfen. Hannesbrands, keine Ahnung. Sollen wir sie noch ganz kurz angucken, weil ich wäre dann nämlich fertig mit Henkan und Danone. Genau eine Stunde übrigens. Werfen wir mal rein, welche Aktien noch angucken wollt. Einer hat mal hier was von Hannesbrands erzählt. Gibt es denn noch was, was euch interessiert? Gerne im Bereich vielleicht noch Hochdividendenaktie, dann passt es nämlich noch ein bisschen hier rein in das Thema, weil wir jetzt schon zwei Hochdividendenaktien haben. Einer verabschiedet sich schon. Ich denke schon, dass sich die Konsumgewohnheiten ändern werden. Moment, ja, ich denke, dass sich die Konsumgewohnheiten ändern werden. Grüner Konsens ist eher positiv für die Zukunft. Ja klar, das ist schon vom Prinzip her ist es ja löblich, was Danone macht. Nur muss es halt auch gekauft werden. Und da habe ich gerade so ein bisschen meine Zweifel. Ja, IBM, oh je, IBM. Ja, von IBM halte ich nicht viel. Die sind ja nicht, die haben einfach den Zug verpasst. Und ich glaube, IBM müsste meines Erachtens massiv Probleme haben, Talente zu werben. Wer will schon zu IBM gehen, wenn er beispielsweise zu Microsoft, Apple, Amazon oder sonst irgendwo hingehen könnte? Also ich wollte es auf jeden Fall nicht. Okay, jetzt habt ihr, oh, jetzt habt ihr einige Aktien, jetzt habt ihr einiges reingeworfen. Okay, ja, China Everbright, die nehmen wir uns mal. Da gab es nämlich auch auf der Aktienfinder-Community ein bisschen was dazu. Ich habe sie mir nicht angeschaut, aber das machen wir jetzt mal ganz spontan, würde ich sagen. Noch eine China-Aktie. Also, gucken wir mal hier. Ich mache den Bildschirm auch gleich wieder groß, beziehungsweise den Aktienfinder gleich wieder groß. So. China Everbright, die hole ich noch kurz auf den Schirm und dann lasse ich euch daran teilhaben. China Everbright, hier sind sie. Okay. Was machen die nochmal? Schwere Baukonstrukte. Okay. Lass mich mal kurz die Homepage angucken, damit ich eine Vorstellung habe davon und ihr auch, was die nochmal so fabrizieren. Ihr könnt es mir natürlich auch gerne reinwerfen. Wer von euch kann Mandarin? Gott sei Dank, hier gibt es EN. Devoted to Ecology and Environment for a Beautiful China. Yeah, okay. Our business here, our business. China's largest environmental protection enterprise. Also Umwelttechnik würde ich jetzt sagen, erstmal. Fragen wir mal ganz kurz. FactSet. Da haben wir die Segmente und da geht es dann auch schnell hervor. Da müssen wir nur China Everbright eingeben. China Everbright. So. In meinem Water Project Construction Operation. Ob das sind das Staudämme, was die hier bauen? Greentech Project Construction Operation. Also sie bauen definitiv Umwelttechnik. Was ist der Unterschied zwischen Environmental Energy Project und Greentech Project und Environmental Water Project? Ist mir nicht so 100% klar. Ich gucke mal, ob ihr da was habt. Okay, also sie machen Umwelttechnologie. Sie werden Filteranlagen bauen und so Zeug. Stelle ich mir jetzt jedenfalls mal vor. Gucken wir uns dann mal die Aktie an sich an, wie die so aussieht. Hier gehen wir in den Qualitätscheck rein. Und da, okay, ich sehe schon, wo der Widerspruch ist. Die Gewinne, die steigen schön. Jedenfalls die berichteten. Und dann haben wir aber Cashflows, die extrem negativ sind hier. Extrem negativ. Und das wirft natürlich Fragen auf, wie das sein kann, wenn ein Unternehmen auf der einen Seite Geld verdient, laut Bilanz, auf der anderen Seite tatsächlich aber die ganze Zeit Geld rausfließt aus dem Unternehmen. Da müssen wir mal gucken, ob wir schlau werden, wenn wir in die Cashflow-Rechnung reingucken. Das ist nicht immer ganz so einfach. Wir haben hier schon as reported und da schauen wir mal. Net Cashflows used in operating activities. Ich muss gucken,
wo das Geld wegfließt. Also hier fließt einiges ab. Weiß aber noch nicht, ob ich daraus schlau werde. Sollen wir mal gucken. Der lädt jetzt den Originaljahresbericht von Hengan. Na super. Ah, doch, hier ist auch Englisch. Also, wir haben hier Editions of Intangible Assets. Das weiß ich nicht, was es ist. Also, Assets sind Vermögenswerte, logisch. Intangible, man kann sie nicht berühren. Das könnte zum Beispiel Software sein in einem Softwareunternehmen. Offene Rechnung, glaube ich nicht. Müssen wir mal, wo sehen wir das? Acquisition, Purchase. Da müsste irgendwas von Receivables stehen. Increase oder Decrease of Receivables. Hier steht Repayment von Finance Lease Receivables. Das macht aber nichts aus. Ich sehe es gerade nicht. Also ich sehe hier nicht, dass die offenen Rechnungen die ganze Zeit steigen. Wenn das nämlich der Fall wäre, das wäre schlecht. Moment, lass mich mal gucken. Das sind die Investing Activities. Das ist der Cashflow von den Financing Activities. Also wenn Sie beispielsweise Schulden aufnehmen oder Darlehen zurückbezahlen, gibt es auch Operating, ja genau, hier Cashflow von Operating Activities. Das ist eigentlich noch interessanter. Da fängt man da oben an. Profit before tax, das ist, interpretiere ich so, das ist der Abschluss. Ich muss es noch größer machen, damit ihr überhaupt irgendwas sehen könnt. Ich hoffe, ich langweile euch hier nicht. Also das hier sind die Zahlen quasi. Ihr habt ja gesehen, vorhin war das grün, das war das, der bilanzierte Gewinn. Das ist so das hier vor der Steuer. Dann gibt es hier die Abschreibung und so weiter. Das geht dann alles ab von dem Gewinn. Das ist quasi okay. Und dann geht's weiter. Aha, was ist denn das hier? Increase in Contract Assets. Vertragliche Vermögenswerte. 17 Milliarden. Und das reißt alles nach unten. Jetzt müsste man natürlich wissen, was das ist. Increase in Contract Assets. Und da muss ich leider passen. Und hier, das war gut, das verstehe ich. Increase in other receivables. Das sind jetzt die Rechnungen, das hat jemand reingekippt. Es ist tatsächlich so, dass die Anzahl der ausstehenden, also die Anzahl der offenen Forderungen wächst. Hier auch 3,5 Milliarden, auch im Vorjahr schon 2,5 Milliarden. Und dieses Increase in Contract Assets, ich versuche jetzt mal ein bisschen was zusammenzudichten, damit ihr eine Vorstellung habt, was es sein könnte. Angenommen, die bebauen Land oder angenommen, die bauen Staudamm oder irgend sowas, dann kann es sein, dass die beispielsweise das Land pachten oder kaufen müssen, auf dem sie bauen, um es vielleicht später zu verkaufen oder weiter zu verpachten oder was auch immer. Und das könnte sein, dass die dafür bezahlen müssen. Und das könnte dann hier sowas sein. Dann wären das quasi eine Art Investitionskosten. Aber ihr seht, das ist nicht so einfach. Aus dem Stegreif das zu verhackstücken, da muss man echt das Geschäftsmodell verstehen, damit man dann so eine Cashflow-Rechnung auch entsprechend interpretieren kann. Also was jetzt klar war, das war die Anzahl der ausstehenden Forderungen, die erhöht sich die ganze, also seit 2 Jahren auf jeden Fall massiv. Gefällt mir prinzipiell nicht. Da müsste man sich dann auch fragen, ob dann irgendwann Forderungen abgeschrieben werden. Und diese andere Geschichte, keine Ahnung. Also relativ schwer zu sagen, da auch bin ich im Stegreif leider überfordert. Selbstgeschaffene immaterielle Vermögenswerte, weiß ich nicht so genau. Ah, Kläranlagen, okay. Ja, also war ich ja gar nicht so weit davon entfernt. Und da hat dann noch jemand was zu sagen, was die machen. Moment, da war ich schon, dann hier Bauland. Und dann sagte jemand, die machen komplette Anlagen und vermieten die wieder, ja. Da werden halt große Investitionen ganz offensichtlich fällig sein und das kostet halt entsprechend Geld. Interpretieren wir es mal so. Gut, was habt ihr denn noch so zu sagen? In China kaufst du nicht, du pachtest es. Ja, genau. So wie
Erbpacht bei uns zum Beispiel Land. Ja, richtig. Das könnte das natürlich dann sein, ne? Was wir gerade gesehen haben. Ja, okay. Immerhin. Ja, das ist vielleicht noch ein ganz guter Hinweis. Vielen Dank, Peter. Gehen wir mal zurück. Schauen wir uns mal die Bilanz an. Ja, das ist richtig. Das war ein sehr guter Hinweis. Ich mache es nochmal groß. Wenn da hier immer mehr Geld rausfließt, also der negative Cashflow, den Sie hier haben, und das ist ja auch der freie Cashflow, da sind ja auch die Investitionen drin hier im freien Cashflow. Wenn die immer mehr investieren, weil sie eben vertraglich Geld ausgeben müssen, nicht um das Land zu kaufen, sondern um so eine Art, ich sage jetzt mal, Erbpacht zu machen, wie jetzt gerade der Kommentator das netterweise gesagt hat, dann wird offensichtlich, so interpretiere ich jetzt, das Geld oder viel, ein großer Teil des Geldes im Voraus fällig. Also nicht für 99 Jahre pachte ich das Ding und ich schotter das in 99 Teilen quasi ab, sondern es wird im Voraus fällig. Dann ist das hier eine Investition für seinen extrem negativen Cashflow, Free Cashflow auf der einen Seite. Auf der anderen Seite erhöhen sich dadurch natürlich die Vermögenswerte. Das ist also das von dem Kernvermögen hier. Das geht dann halt entsprechend hoch. Insofern ist ein Gegenwert dann dafür da. Wir müssen halt hoffen, dass es werthaltig ist. Und das kann ich jetzt so mal auf die Schnelle natürlich nicht beurteilen, aber ich denke, wir haben das Rätsel des negativen Free Cash Flows jetzt, also wenigstens ansatzweise, gelöst. Gut, dann würde ich jetzt mal langsam sagen, kann jemand Danone noch mal zusammenfassen? Der Livestream wird aufgezeichnet. Das heißt, du kannst dir das auf YouTube nochmal anschauen. Dann würde ich jetzt mal Schluss machen. Ich bedanke mich fürs Schauen, fürs Zuschauen, für die ganz vielen Kommentare, dafür, dass ihr mir auch auf die Sprünge geholfen habt, dass ihr auch den einen oder anderen Fehler von mir korrigiert habt. Und bleibt gesund und munter. Trete der Aktienfinder-Community auf Facebook bei. Falls ihr noch nicht da seid, dann könnt ihr auch mit abstimmen, welche zwei Aktien wir als nächstes im Live-Duell gegeneinander antreten lassen. Das wird dann nächste Woche am nächsten Sonntag sein. Bis dahin spätestens alles Gute und ja, toi, toi, toi auf gute Investments. Ciao.